Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. Ich entschuldige mich fürs letzte Mal für diesen unsauberen Cut. Und ja, wir gehen jetzt nochmal rein. Mir ist nämlich der Spielstand abgeschmiert. Und ja, jetzt geht's nochmal von vorne rein zum Dämon. Glaubt ihr, in Sicherheit zu sein? Obgleich die goldene Stadt gefallen ist, habe ich dein Antlitz und dein Licht geschaut. Ich bin dein... Spart euch euren Sermon für eure Predigten, Hauptpriester. Ihr habt meine Brut getötet. Auf Befehl des Erbauers. Zeigt euch. Der Erbauer. Es gibt keinen Erbauer und keine goldene Stadt. Aber Dämonen schon. Oh, ja. Ich höre eure Lästerungen nicht. Bei Andraste und allen Göttlichen nach ihr. Ich befehle euch, stellt euch endlich! Halluzinierender Narr! Okay. Dann wollen wir jetzt mal den Kampf machen. In auf. So. Der war jetzt aber ein bisschen einfach. Wir haben es erneut geschafft. Die Finsternis weicht. Ich spüre es. Ich habe schon früher Dämonenwerk gesehen. Malefika sind immer mit im Spiel. Aber der Erbauer muss uns geleitet. Und jetzt sterbt ihr. Da war noch einer. Ich wusste, das war einfach zu leicht. Okay. Gut. Erstmal den Griff gehen. Hat er den widerstanden? Was zählt er da jetzt die ganze Zeit? Ja, ja, irgendwie schon. Okay. Jetzt hat er kleinere Dämonen gerufen. Oh, 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 oh. Und mal ein Trupp hier. Und ein Heal auf Shale. Okay. Du kümmer dich mal um den bitte. Shale, du bist jetzt eingefroren, das ist zwar nicht so toll, aber danach gehst du bitte auf den da. Ah, kann dir keine Befehle, während du eingefroren bist, geben. Verteidige dich! Gut. Falle ausgelöst. Noch eine. Oh wei. Jetzt muss ich kurz was denken. Gruppen hier. Wo hab ich den Lebenswächter? Da hab ich den. Für Shale. Okay. Alles voll mit Flammen hier. So. Ich bin bereit. Okay. Brennen tun wir hier alle. Wie verrückt. Du nimmst mal bitte einen Wundumschlag. Als nicht. Okay, du musst den nächsten. Nimmst du bitte den Wundumschlag? Danke. Oh, 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 jetzt geht mir das ein bisschen zu fix. Naja, komm, ich brauche auch einen Wundumschlag. Mana bringt da jetzt nicht mehr viel. Und du musst mal kurz Gefäß des Geistes aktivieren. Du bist jetzt wieder halbwegs da. Ja. Und du zerschmetterst hier fleißig. Das ist gut. Dann machen wir den jetzt platt. Okay. Gefäß des Geistes. Warum mache ich eigentlich hin? Ja. Zieh deine Waffe, Kollege.
So. Bis jetzt vorbei ist. Ich hoffe es. Hier ist noch eine verschlossene Truhe. Abgetragenes Amulett. Aha. Stimmen im Kopf. Stimmen im Kopf. Du hast ein interessantes Amulett gefunden. Möglicherweise vermisst es ja jemand im Gesindeviertel. Okay. Schon unterwegs. Langschwert hatte Dämon bei gehabt. Aber das hat der Sir Otto überhaupt nicht verdient. Na gut, gehen wir erstmal wieder ins Gesindeviertel zurück. Raus aus dem Waisenhaus. Wir müssen ja sowieso hier nochmal zurück mit Alistair. Aber erstmal mal mit Shinani reden. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Bei Andrastes Hintern, ich lerne wohl nie gute Manieren. Egal, was ich damit sagen will, danke. Okay, bitte. Gut. Irgendjemand im Gesindeviertel. Gehen wir erstmal hier in den Laden nochmal hinein. Da waren wir nämlich noch gar nicht drin, ne? Glaube ich. Ja, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Reden wir mal mit den werten Herren hier. Sieh mal einer an. Ich habe gehört, was du mit denen aus Tevinter gemacht hast. Gute Arbeit. Kann ich mir deine Waren ansehen? Natürlich. Aber kein Wort darüber. Ja gut, kein Wort darüber. Mana-Tränke, Wundumschläge. Ah ne, das ist ja unsers. So, Buch der unterschiedlichsten Fähigkeiten. Das nehmen wir uns mit. Die Wundumschläge, die brauchst du auch nicht mehr. Verdienst du halt mal ein bisschen was hier. So. Kann ich nämlich besser gebrauchen. Ansonsten Handbuch Assassine. Ein paar Geschenke noch. Oberverzaubererroben. Nicht so interessant. Steinsalbe. Natursalbe. Der starken Verletzungsausrüstung. Nee. Und mal Barikekse brauche ich eigentlich auch nicht. Gut, dann drücken wir dir jetzt auch mal ein bisschen was aufs Auge. Hier hast du ein paar Säurebeschichtungen, Todeswurzelextrakt, starkes Elixier, Eissalben brauchen wir nicht, die Feuersalben nicht, eine Federfalle, Weihrauch brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja. Jetzt halt nicht zu viel hier verkaufen, aber wir kommen ja eigentlich nicht mehr ins Lager. Oh, die Krone des Terran ist sogar 12 wert. Nicht schlecht. So, leeres Pergament, private Dokumente, schicke Vase, Gravur, Silberkelch, Jade, Bergkristalle. Können wir alles schön verkaufen. Das ist ein Geschenk, das ist auch ein Geschenk, ist auch ein Geschenk. Die können wir unseren Novizen vielleicht noch geben. Die Silberringe können wir auch verkaufen. Na, der Geisterschutz, den brauchen wir auch nicht. Wenigstens ein bisschen Platz wieder. So, die Schilde können eigentlich auch so weit weg. Oder? 30 Stärke, minus 2 Willenskraft. Aber plus 12 Verteidigung, Feuerresistenz. Das behalten wir nochmal. Und das Schild des Templerkommandanten, das können wir wegmachen. Tevinter-Schild. Wappen der Toten. Nee. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das ist nur eine normale Rüstung. Genauso wie die hier und die. Und die auch. Hier haben wir nochmal ein paar normale Schuhe. Können wir auch wegmachen. Lederstiefel sind auch ganz normal. Alles, was normal ist, machen wir jetzt hier mal weg. Griff der Elementalisten.
Okay, das behalten wir nochmal. Soldatenhelm. Der Helm kann weg. Und den behalten wir auch nochmal. Haben wir sowieso noch recht viele Bolzen und Pfeile und uiuiui. So, normale Hämmer können auch weg. Streitkolben, Langschwert, Damisan kann auch weg. Klagende Klinge, die wird behalten. Kaiserliche Schmiede wird auch erstmal behalten. Das Großschwert kann weg. Dolch, Streitaxt, Axt, Axt, beißende, oh, beißende Axt. Gut. Dann einmal, bei dir sind wir ja schon richtig. Du hast ja keine Pfeile mehr ausgerüstet. Deswegen kriegst du jetzt hier mal 99 Eispfeile. Viel Spaß beim Schießen. Und Bolzen hast du auch keine mehr ausgerüstet. Das ist ja sehr, sehr schlimm. Dann kriegst du hier mal ein paar Bolzen des Zurückwerfens. Schießt aber erstmal noch weiter mit Pfeilen. Dann machen wir noch schnell den Stufenaufstieg. 1 auf Magie, 1 auf Willenskraft und 1 auf Konsti. Weiter. Dann schimmernder Schild. Weiter. Gut. Dann nehme ich mir natürlich das Buch. So, einmal benutzen. Und somit kann ich bei mir auch einen Stufenaufstieg machen. Und ich lehre mir... ja, verbesserte Kampftaktiken eigentlich nicht. Ich würde sagen, verbessertes Überleben erstmal. So. Gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Weil hier kann keiner was mit einem abgetragenen Amulett anfangen gerade. Selbstverständlich. So, gehen wir hier nochmal kurz rein. Das war ja die Medi-Station. Holzkiste, okay. Hier haben wir noch einen Münzstapel. Boah. Und eine verschlossene Truhe. Nehmen wir uns natürlich auch. Hier ins Hinterzimmer. Ist auch keiner mehr. Gut. Und das ist die Seitentür. Dann gehen wir da auch nochmal durch. Jetzt müssen wir, glaube ich, in den Hinterhof kommen, ne? Ne, jetzt sind wir ganz hinten. Wir hätten also doch erst da reingemusst. Naja. Gut. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Abgetragenes Amulett. Willst du damit was anfangen? Mama hat gesagt, sie bringt mir ein Geschenk aus Hayawa mit. Ich bin schon so gespannt. Nee. Wäre aber auch, denke ich mal, ein bisschen doof. Wenn die jetzt damit was anfangen kann. Beladrins Haus. Bei dem waren wir ja noch gar nicht drin. Sprechen wir mal mit ihm. Ah, ihr seid es. Willkommen. Kommt doch herein. Sagt mir, wie geht es Duncan? Ihr kennt Duncan? Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Eurer Miene entnehme ich, dass es schlechte Neuigkeiten gibt. Er ist bei Ostagar gefallen. Es schmerzt mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Wächter bei Ostagar große Verluste erlitten haben und nur wenige entkommen konnten. Ich hatte gehofft, Duncan wäre einer davon. Was unternehmt ihr jetzt gegen die Pest? Wir haben Ausbrüche der Pest schon während des Krieges mit Orlais durchgestanden. Und das tun wir jetzt auch. Te Winters Intervention hätte uns vermutlich ohnehin nicht geholfen. Woher kanntet ihr Duncan? Er hat hier von Zeit zu Zeit potenzielle Rekruten gesucht. Das mag euch seltsam vorkommen. Aber Duncan wusste, dass große Fähigkeiten manchmal an den unwahrscheinlichsten Orten hervorgebracht werden. Ich muss gehen. Bitte, nehmt das. Duncan hat es mir vor Jahren überreicht. Ich vermute, ihr habt dafür bessere Verwendung als ich. Okay.
Ist aber nett. So. Ich werde es tun. Hier haben wir auch noch eine Truhe. Ein Clan-Schild. Ein Kleiderschrank. Aber gern. Mit Dalish-Schuhen und noch eine Truhe. Mit einem Pilz. Gut. Dein Haus ist ausgeraubt, also gehen wir weiter. Wem gebe ich denn jetzt das Amulett? Gehen wir jetzt hier nochmal rein. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Wenn ich könnte, würde ich mich revanchieren. Aber du solltest nicht mit mir gesehen werden. Ich habe mit Shinani gesprochen. Wirklich? Vielen Dank. Was hat sie gesagt? Sie glaubt, dass die Heiler gesunde Leute gefangen halten. Das hat sie mir auch erzählt, aber es ergibt keinen Sinn. Warum sollten sie in diesem Haus grundlos Leute einsperren? Sie sagt, jemand namens Valadrin sei verschwunden. Wirklich? Das wusste ich nicht. Aber ich verstehe, dass sie wütend ist. Wenn er fort ist, ist es ein Wunder, dass das Gesindeviertel noch nicht niedergebrannt wurde. Führt abgesehen von den Toren noch ein anderer Weg ins Gesindeviertel hinaus. Ohne über die Mauer zu klettern? Nun, es könnte noch einen geben, wenn ich es recht bedenke. Es gibt eine Seitengasse, die zu einigen alten, rattenverseuchten Wohnungen führt. Ihr Besitzer wurde letztes Jahr von der Stadtwache verhaftet. Sein Gebäude hatte eine Tür, die zu den Docks führte. Er hat auf diese Weise Waffen geschmuggelt. Warum dürfen wir nicht zusammen gesehen werden? Ich habe den Sohn des Aals angegriffen. Ich weiß, es war dumm, aber er hatte mir etwas gestohlen und ich wollte es zurückhaben. Ohne Erfolg. Die Leute glauben, dass das der Grund für die Strafaktion war. Vielleicht haben sie ja recht. Ich sollte gehen. Der Erbauer möge über dich wachen. Okay. Das war eigentlich ein Gespräch für Hinweise zum Suchen. Das haben wir ja jetzt schon selbst rausgefunden. An wem gebe ich das Amulett? Wer könnte daran Interesse haben? Moment, hat nicht der verrückte Bettler hier vorne irgendwas davon gesagt? Die bösen Männer, sie sind still. Sie rufen nicht mehr nach Blut. Ist das dein Amulett? Ich habe es im Waisenhaus gefunden. Es gehört meiner Oma. Du hast es gefunden, Sir. Darf ich es haben? Ihr das Amulett geben, bitte sehr. Es ist, als verzieht sich der Nebel. Oh, danke, Sir. Ich muss mein Leben leben. Okay, es war doch richtig. Und wir haben einen weiteren Stufenaufstieg dafür bekommen. Sehr, sehr nett. So, du darfst, machen wir jetzt bei dir jetzt auch mal Duelland. Auch wenn es uns nichts bringt. Gut, Geschicklichkeit, ein auf Willenskraft und ein auf Konsti. Denn Meister der Giftherstellung und was geben wir denn noch? Beim Bogen hattest du ja alles. Und die Duellantenfähigkeiten bringen ja nicht viel. Konzentriert sich auf die angemessene Form, wodurch er in diesem Modus einen Bonus auf Angriff erhält, starke Verteidigung verleiht und ihm während des Duellkampfes einen Bonus auf Verteidigung. Bringt eigentlich nicht viel. Also geben wir dir erstmal ein bisschen mehr Verstohlenheit. Gut. Dann haben wir auch das. Und dann würde ich sagen, mache ich mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Hause des Aals. Also, bis dann.